Willkommen zurück zu Crane StarCraft 2 League. 2:5 der Stand aus Sicht von MVP. Und ändern soll es dieser Mann, Dream. Und auf in Tom Bailey in der rechten unteren Ecke. Die nächste Mann von Incredible Miracle. Es ist erst der dritte Spieler, den wir heute sehen aus diesem Team. Es ist I'm Ready. Natürlich auch super, wenn man I am als Clan-Tag hat und sich dann Ready nennt. Passt doch ganz gut. Also das PVT jetzt. Entombed hat er sich ausgesucht. Muss sagen, Entombed, ja, kann man auf jeden Fall spielen als Protoss. Blitzdingst hier das SCV. Kriegt ihr auch sogar bis auf 15 Hitpoints runter. Da haben wir das nächste SCV unterwegs. Also da ordentlich Manpower unterwegs. Er versucht sich dann der Probe vorbeizuschleichen. Rein geht's da erst, wenn er das Depot runterliftet. Ja, da wartet er gerade drauf. Rein für die Probe ist natürlich so ein bisschen riskant. Die wäre dann in der Falle. Allerdings ohne Gas ist uns zumindest klar, dass hier die One Barracks No Gas Echse kommt. Allerdings ist das eine Sache, die Reddy bisher nicht wirklich scouten konnte aufgrund des Walls. Und das ist natürlich auch der Grund, warum man als Terraner hier einen Wall gegen Protoss holt. Einfach, dass der Protoss hier nichts mitbekommt. Obwohl man meistens ja sowieso expandiert. Aber meistens eben nur. Und das ist genau der Punkt, verunsichert den Protoss. Scouting ist eine ganz, ganz wichtige Sache in StarCraft 2. Da schraubt sie direkt an der Natural zusammen. Zusammen mit dem Bunker. Dass er da auch gegen einen Poke ready ist. So ein Gateway Poke gerne mal gespielt. Nachdem der Protoss selber expandiert hat. Holt sich mit dem Stalker dieses SCV-Line. Holt sich auch nochmal den zweiten Stalker. Kommt dann die Echse. Das ist so ein bisschen MC-Style. Zwei Stalker dann expandieren. Da hat man doch hier nochmal gute Möglichkeiten, so ein bisschen rein zu nerven. Bisschen sicherer ist es auch. Nexus kommt halt etwas später. Und da ist Stalker Nummer 2. Gibt's Double Gas. Die Barracks allerdings zuvor gesetzt. Das hatten wir heute schon mal gesehen. Wo dann die Factory kam, wo der Tech kam. Und dann reichte ein Foregate, das Ganze zu stoppen. In dem Fall allerdings Dream dann doch mit der sicheren Variante. Es ist das. Er ist der Letzte. Nach ihm kommt keiner mehr. Verliert er. Verliert ganz MVP. So, Stalker mit einer Reichweite mehr, mit etwas mehr Schritttempo als so Marine. Muss ja aufpassen, da ist der Fog of War. Damit arbeiten die Marines natürlich so ein bisschen. Ja, wissen das und das weiß auch Reddy. Von daher kann er den nicht weiter rausschleudern. Es kommen die ersten Marauder, genauso natürlich die Concussive Shells. Beste Sache gegen Protoss, nicht nur im Early Game, da man die Salads kiten kann, die Stalker einfach nur sterben gegen die Fliegen gegen Marauder. Von daher sollte man das immer holen. Holt auch hier das Depot. Einfach, dass man hier zum Beispiel einen Pylon sieht, so ein bisschen die Vision hat. Na, solche Geschichten. Ja, auch vorgewarnt ist vielleicht vor einem Blink. Sehen, dass Dream momentan auf 46 wieder geblockt ist. Das Depot kommt allerdings genauso wie Stim. Holt er sich als nächstes den Watchtower für die Map Control, da der Protoss meistens nicht so offensiv da steht. Zu groß ist auch die Gefahr, dass da was kommt, dass da gedroppt wird. Jetzt so nach 7 Minuten 27 kann man da durchaus schon mal darauf spekulieren, dass da sowas kommt. In dem Fall allerdings nicht. Hier die Sentries. Von hinten rein vielleicht. Rocks dauert aber ein bisschen, bis man die bereinigt hat. Viele Sentries dabei. Die sind wichtig im Early Game. So unfassbar wichtig in diesem Matchup. Haben die Probe hier vorne. Jetzt ist Ready derjenige, der kurzzeitig Supply Blocked war. Aber zwei Pylonen werden fertig. Hat die Robo Bay in Auftrag gegeben, da auf Kolosse zu spielen, den Tech zu setzen.
Die Hilfe von Dream gegen Medivac sehen. Also absoluter Standard hier momentan in diesem PvT-Matchup. Den Observer mit drin, der braucht ja nur noch 30 Sekunden weniger, um gebaut zu werden. Das heißt, wenn er gesniped wird, blockt er nicht mehr so viel Robo-Zeit. Das ist genau der Grund, ist genau in diesem Matchup eigentlich diese Relevanz hat. Dass man da nicht so viel Robo-Zeit braucht. Jetzt ist Dream wieder auf 70 geblockt. Er wartet auf sein Depot. Und raus der Observer. Jetzt der Koloss. Kommt der Push hier mit zwei Kolossen möglicherweise? Extended Thermal Alliance auf dem Weg. Sind wir bei 51 zu 41 im Work-Account. Hat hier vorne schon mal den Warp in Pylon. Und die kleine Probe einfach nur, um zu sehen, ob und wann eine dritte Basis kommt. Raus hier vorne. Dazu der Drop. An der Natural unpoken, an der Natural droppen. Ist der Protoss sofort zur Stelle. Das kostet natürlich trotzdem die Probes. Zack, drauf geht's. Das räumt er ab. Aber er läuft hier ins Leere, da ist gar keine dritte Basis, wo er irgendwas dann Schaden machen könnte. Nutzt hier vielleicht die Möglichkeit, die Rocks beiseite zu räumen, während es da weitergeht, im Takt. Wieder der Drop, leicht den Pfeil in sich zu schnappen. Stattdessen verliert er hier nur eine Marine. Muss sich hier natürlich auch teilen, die Stalker bleiben stehen. Jetzt hier die Force Fields gegen eine Minderheit, aber weiter die Force Fields. Hat er hier große Probleme mit den Drops. Aber das heißt, so groß sind die Probleme gar nicht. Vier Worker gekillt. Ja, das läuft. Sieht vielleicht nicht ganz so elegant aus, aber das läuft. Hauptsache die kleine Probe ist hier mit drin. Der Observer sieht hier vorne alles, was kommt. Und ich muss sagen, Drops, das ist gerade gegen den Protoss schon sehr, sehr eklig. Sieht durch den Observer natürlich, dass es hier gerade weitergeht. Zieht Stalker und Kolosse ab. Scan ist da, Observer gesehen. Weiß aber auch der Terraner, wo sich sein Gegenüber aufhält, ist jetzt mehr oder weniger der Falle. Da sollte der Pylon kommen. Aber da lädt man halt direkt ein und wieder aus für einen Pylon. Es sieht natürlich auch gut aus für die paar Meter, dass man die nicht zu Fuß laufen kann. Muss ja aufpassen mit seiner Armee. Ein Teil steht hier vorne, der andere Teil da. Von daher macht Dream das geschickt, dass er sich komplett aus dem Gefahrenbereich bringt. Jetzt kommt hier die dritte Basis, der Pylon an links gesehen. Templar-Archive auf dem Weg. Der Terraner also der Erste, der expandiert. Lässt er dem Protoss da nicht wirklich die Möglichkeit. Der muss jetzt selber expandieren. Oder raus. Aber wir sehen 400 Mineralien. Jetzt sollte der Nexus kommen. Das Templar-Archive natürlich schon mal diesen Tech-Switch vorbereitend. Sollte der Terraner da mit vielen Vikings kommen. Die haben wir ja schon. Und er kriegt hier wieder die Probe. Delayed also nochmal den Nexus ein bisschen. Schönes Ding. Auch wenn nicht alle Einheiten mitgenommen werden. In dem Fall aber nicht ganz so wichtig. Immortals kommen. Storm. Neuer Versuch. Viele Mineralien noch. 600 Stück. Werden sofort investiert. Fühlt schon so ein bisschen delayed. Gefällt mir Dreamer momentan einfach wieder ein bisschen besser. Wieder das Dropship rein. Und das ist halt so unglaublich nervig als Brot. Das ist so unglaublich nervig, dieses Dropplay. Aber er macht es so geschickt. Dream macht es richtig gut. Übernimmt hier den aktiven Part. Der Observer sieht, was da abgeht. Sofort stehen hier Kolosse bereit. Schönes Feedback! Und ganz knappes Ding! Zwei Hitpoints! Der hätte hier nicht mehr viel gebraucht, dann wäre das Medivac instant down gewesen. Alter! Da muss er hier zurück. Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Ja, so ein Sekündchen, zwei Sekündchen später gefeedbackt. Und dann hätte es gehabt. Sofort natürlich aus dann. Alter Scheiß. Ghost Academy jetzt. Auch der Terraner bereitet sich natürlich auf die Templer vor, die mittlerweile auch Storm haben. Wie die hier gestimmt über die Karte laufen. Ich verstehe nur nicht ganz. Yummy, Stalker. Die schnappen uns. Hat so ein bisschen den Eindruck, aber da sammelt sich schon die terranische Armee. Auch mit den Vikings. Der Scan ist da, der Protoss also momentan in der Defensive. Möbius, Raktor und auch die ersten Ghosts unterwegs. Das ist TVP. Wer expandiert als nächstes? Wer ist schneller in den Upgrades? Es ist der Terraner momentan. Reddy holt sich jetzt ein Seins, da holt er sich schon 2-2. Charge kommt auch. Charge im Late Game eine ganz, ganz wichtige Sache.
gerade gegen diesen Marauder Play. Gleiches Supply. Zack, und da geht's natürlich nach vorne. Der erste Storm ist gesetzt. Sofort natürlich raus aus der Gefahrenzone. Nächstes Command Center hier. Das weiß allerdings der Marine hier vorne zu verhindern. Da kommt gleich die ganze Armee, diesen Marine auszuschalten. Jetzt muss er aufpassen. Das soll er gesehen haben. Der Templar in Gefahr. Holt aber seinen Storm raus. Der sitzt nur suboptimal. Ärgerlich, diesen da zu verlieren. Der kostet eine Menge Gas. Und das war auch eine viel Energie, die da drauf war. Die Energie, die fehlt ihm vielleicht später. Jetzt muss er da drauf. Der Nexus, der sollte eigentlich kommen. Schöner Storm auf die gesteckten Vikings. Noch einer kommt, da muss er raus. Richtig, die Kolosse nicht ganz. Und jetzt die Force Fields für die Marauder. Weil wir haben mittlerweile auch Ghosts auf dem Feld. Drei Stück. Der Protoss kann momentan seine Expansion nicht setzen, während der Terraner seine fast fertig hat. Jetzt hier über die Natural vielleicht auch da ist ein Templar. Auch da kommen wieder die Feedbacks. Super, die Feedbacks. Und nochmal ein Storm. Die Vikings fliegen hier teilweise nochmal rein, aber auch die EPs. Die Protoss-Armee ist jetzt fast komplett EP vorne. Wir müssen jetzt die Arkans kommen. Nochmal die Storms. Die Mortals relativ alleine. Wieder die Storms. Hier entscheidet sich jetzt das Spiel. Die Zealots drauf. Drauf jetzt mit den Arkans. Kriege den Terraner zurück. Was ein Schlagabtausch das doch ist. Auf 400 APM im Stream jetzt. Er weiß, er kann es machen. Er weiß, er kann es machen. Jetzt hier den Arkan nochmal raus. Von hinten die Force Fields kaum noch verfügbar. Die Terranische Armee steht. Die Medivacs, sie leisten wahre Wunder. Und jetzt geht's da nochmal raus. Der Protoss hat da richtig auf die Nase bekommen. Der Nexus unterwegs. Ja, beide Spieler geben sich da, schenken sich da nichts. Es kommen natürlich nochmal die Storms. Alter Schwede. Alter Schwede. Haben's die Koreaner drauf. Er muss canceln. Und das wird ihn über früher oder später natürlich einiges kosten. Nochmal schnell die EP rausgeholt. Liegt der Rally Point hier ganz offensichtlich falsch, dass er hier die Ghosts verliert. Was natürlich nicht ganz optimal ist. Die EPs hätte er gerne noch gehabt. Allerdings haben die Einheiten jetzt nicht mehr viel davon. Weiter nach vorne gepumpt. Wieder die EP drauf. Doch die sitzt gut. Kriegt hier die Templer. Die sind auf dem Weg nach vorne. Die haben noch Storms. Die anderen. Und oh, schön in die Engstelle rein. Aber er frischt nach vorne. Nimmt den Koloss raus. Und er nimmt jetzt alles raus. Ready ist alles andere als ready. 7-5 Zealots noch. Das ist alles, was ihm da hilft. Da werden sogar nochmal die Vikings gecallt. Und jetzt ist er durch. Jetzt macht Dream hier das 3-5. Die Probes, die werden schon gepult. Aber das ist vorbei. Da braucht er einfach nur noch rein. 3-3 Upgrades goes. Nochmal der Koloss wieder mal zurück. Aber er sammelt natürlich jetzt. Er sammelt. Er hält den Druck aufrecht. Dauerstim hier ist gezündet. Und über die dritte Basis, auch das kostet wieder die Probes. Viele Medivacs dabei. Im Zweifelsfall der Drop vielleicht in die Mainbase rein. Das wäre es ja. Jetzt lad ein, mein Junge. Und in der Tat, da kommt der Drop in die Mainbase. Unglaublich, wie er den Protoss hier outplayt. Nochmal die Feedbacks, aber die Medivacs, die haben ohnehin nicht mehr das meiste an Energie. Der Koloss steht da ganz beschissen, muss zurück. Die Zealots da vorne kann da aber nochmal gut Zunder geben. Und den Rally Point, den sollte Ready hier nochmal überarbeiten. Hält sich wacker, hält sich wacker. Man kann hier natürlich auch das Spiel versuchen zu erzwingen und genau das macht er. Und der Ace ist dann auch das GG 3-5 für aus der Sicht von MVP.